Hallo Welt, da sind wir wieder im Camden Park. Und ich glaube, wir gehen in dieser Folge mal zum Mr. Ausmister, nachdem wir, ich weiß gar nicht, ob wir unsere Fuzzy-Marken überhaupt bekommen haben, aber wir gehen mal zum Ausmister und gucken, wie viel Spaß das macht, hier auszumisten. Hallo Zeke. Hallo, ist ein bisschen wenig los heute. Es regnet. Ich war schon sauer, dass niemand mit mir geredet hat. Sie sind neu hier, oder? Wie ich hörte, ist es wieder Zeit für die Kalibrierung. Sie müssen nur zu den Wagen gehen und eines dieser Kohlestücke hineinlegen. Die Wagen sind dort drüben. Sie müssen also schnell sein, um sie alle vor Ablauf der Zeit zu erwischen. Funktioniert nicht. Oh, okay, wir versuchen es. Kohle. Kohle, ach. Okidoki, dann legen Sie mal los. Der Eimer steht aber noch. Ich verstehe das nicht. Und wenn wir... Kohle? Kron... Nee, Korkschrott. Kronkorken. Kohle? Eimer Kohle vielleicht? Haben wir nicht. Bei Diverses vielleicht. Nein, hier ist auch ein Schlüssel für... Ich weiß es nicht. Kannst du nicht einfach sagen, wir hätten das gemacht? Ich weiß nicht, was wir... Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Halt, Moment. Irgendwo müssen wir Kohle haben. Wir haben doch selber auch schon mal Kohle eingesammelt. Und die können wir da reinschmeißen. Ist ja eigentlich egal, welche wir nehmen, oder? Schrott. Mods? Munition? Nein. Bei Schrott, bitteschön. Ich sehe hier keine Kohle bei uns. Lose Federung. Lose Zahnräder. Wo sind die Schrauben? Ah, wir suchen Kohle. Kohle. Probengefäße. Ich weiß nicht, wie das geht. Was sollen wir denn machen? Überschüssiges Öl haben wir. Entschuldigung. Wir brauchen mehr Kohle. Naja, bei dem anderen Stand in der letzten Folge hat das geklappt. Einfach draufschießen und es ging schon. Das wird diesmal aber nicht so einfach sein. Ich weiß doch nicht, wie das geht, Kumpel. Erzähl doch mal, wo, wie, wir sind fertig. Oh, da hat jemand Wasser versteckt. Aber das ist nicht unsere Aufgabe, ich weiß. Oh, wie geht das? Wir können doch nichts werfen. Ich finde die Kohle nicht. Der Eimer Kohle. Wie heißt der Eimer? Kohle heißt der Eimer. Wo ist er denn? Oh, was war das denn gerade eigentlich? Auf der Karte meine ich. Lege in alle Wagen Kohle? Das sind gar nicht diese Wagen. Ach so. Hey, warum kannst du mir das nicht eher sagen? Da unten im Radar könnten wir mal gucken, dann finden wir das schon. Ja, jetzt wird's aber knapp. Wo ist der Wagen? Oh, hallo Liebling. Nicht noch nicht. Mehr. Sind Sie noch? Ich hab Sie hier noch nicht gesehen. Ich bin auf jeden Fall gemerkt. Der Boss hat gesagt, dass heute jemand einen Ehrenfall
vorbeikommen würde. Dass sie da sind, wissen sie bestimmt noch nicht, wie das funktioniert. Nein, ich bin auf dem anderen... Ach, Kea, warum wechselt das denn immer zum anderen Desktop hier? Kinderspiel! Schnappen Sie sich eine Serviette, wenn Sie bereit sind. Weglaufen! Ich war gerade, als ich mich nicht bewegt habe, ich weiß nicht, wie das auf der Aufnahme dann aussieht, aber da war ich wieder auf dem anderen Desktop als auf dem zweiten Monitor. Das ist doch kein Wagen hier, das ist doch die Schlange, das ist die andere Aufgabe. Moment, 4 Meter in diese Richtung. Wo ist denn hier ein Kohlewagen? Quest abgeschlossen. Oh, jetzt haben wir nicht einmal ein Stück... Okay, beim nächsten Mal passen wir besser auf. So, wir haben fertig, Kumpel. Wo sind unsere Marken? Es gibt nichts Besseres als Mr. Ausmister. Die anderen Wettbewerbe sind ja ganz nett, aber Mr. Ausmister ist einzigartig. Okay. Na, dann geh zur Futterschlange und wir nehmen eine Papierserviette, um zu beginnen. Hallo, Zoe. Leckere Hot Dogs! Hot Dogs! Was machen wir hier? Okay, Honey. Auf die Plätze. Fertig. Los! Was ist unsere Aufgabe? Hier sauber machen? Oh, Hot Dogs. Aua, was war das? Wir sollen diese schimmligen Hot Dogs essen? Oh, da geht's uns aber gar nicht gut. Okay, das verstehe ich. Das klappt wenigstens. Oh, wir werden gar nicht satt davon. Fertig, wo ist die Klingel? Wir haben fertig. Sag bloß, das geht noch weiter. Widerlich. Kann ich ein bisschen Senf haben dazu? Das ist ein bisschen trocken. Mensch, Liebling, das war ja ziemlich beeindruckend. Eine ist noch. Dürfen wir die noch? Da ist noch eine. Wow, die liegen alle... Ja, das möchte ich nicht normal machen. Ach, das haben wir gewonnen. Da haben wir jetzt auch 3 Fuzzy-Marken bekommen. Aha. Ja, okay. Jetzt können wir den Firmenshop also besuchen. Den kennen wir schon. nee, danke. Sieht aber lecker aus, muss ich sagen. Ich kriege Hunger, wenn ich die sehe, die Hot Dogs. Aber wer weiß, wie die von unten aussehen. Wahrscheinlich kleben die sogar. Na? Jetzt dürfen wir also zum Shop gehen. Wie viele Marken? Wir haben 3 Marken. Da bekommen wir doch nichts für. Das müssen wir noch 10 Mal machen also hier, damit wir uns das Kostüm kaufen können. Ja, das hätten wir gerne. Das machen wir jetzt auch. Das ziehen wir voll durch, liebe Welt da draußen. Bis wir alle Marken beisammen haben. Der Shop war doch hier irgendwo. Ah, interessant. Sie müssen der neueste Fleischling sein. Sie waren zu spät und nicht vorbereitet. Sie verdienen es, angebrüllt zu werden. Ja. Aber da ich heute nachsichtig bin, verzeichne ich Ihre Leistung als ausreichend. Sie dürfen sich während Ihrer Schicht nicht hier aufhalten. Der Zutritt ist nur geschätzten Kunden gestattet, die Ihre Mr. Fuzzy-Marken gegen Preise eintauschen. Hier eine Entlohnung für die heutige Schicht. Auf Wiedersehen. Quest abgeschlossen. Na klar, den super Hammer und die Mini-Atombombe. Wie wär's denn mit ein paar Gewichten? Die hätte er uns noch geben können. Du bist ja nett. Was ist das hier mit Schraube drin? Rohrzange vielleicht, ja. Ich denke so, wenn ich das sehe, ein bisschen
wehmütig an die Atomcats. Naja, die kommen ja erst noch. Ach so, was wir vorhaben? Ja, wir gehen da hinten, wissen wir, da ist so eine Waffenwerkbank. Da verschrotten wir erstmal alles, was wir da so jetzt bekommen haben. Ah, doch, da ist noch einer. Der trifft sogar. Das war jetzt übertrieben, oder? Wir haben noch genug Munition eigentlich. Da hätten wir nicht unbedingt mit der Machete draufhauen müssen. So, jetzt haben wir aber, glaube ich, ein paar Schrauben. Oh, ach so, so ein Superhammer. Super langsam, richtet aber Schaden an. Ja, der Traum von den guten Waffen ist aber auch ausgeträumt schon. In Waffen finden wir keine Schrauben. Wo finden wir denn Schrauben? Stahlschrott, Glasscherben. Kein Aluminium, kein nukleares Material. Irgendwie etwas trist. Können wir uns wieder bewegen? Irgendwie ja, das finde ich merkwürdig. Wie kommt das denn, Moment? 170 können wir eigentlich nur tragen. Ja gut, wir können nicht sprinten, das ist mir schon klar, aber... Ich dachte, wir konnten nur 650 mehr tragen. Und wie viel tragen wir? 670 fast. 20 Pfund mehr als sonst. Und trotzdem können wir hier noch schnell gehen. Wie kommen wir denn an weitere Karten? Ach, vielleicht wenn wir das ausziehen, das Kostüm? Und jetzt dürfen wir nochmal. Modus anlocken. Vorgang sagen. Seien Sie gegrüßt, Kunde. Probieren Sie meinen Wettbewerb. ID Schrottweitwurf aus. Gewinnen Sie als Preis Mr. Fuzzy Marken. Ja, das haben wir ja irgendwie nicht gewonnen hier. Aber das können wir auch gar nicht nochmal machen. Schade. Das Einzige, wofür wir Punkte bekommen haben, war da hinten. Können wir das hier nochmal machen? Hi. Hallöchen! Lust auf ein paar Erkundungen? Dann ist Mr. Hausmeister genau das richtige Spiel für Sie. Hallöchen? Okay, wir nehmen uns... Das geht nicht. Ah. Nee, die Hotdogs wollen wir nicht nochmal essen. Aber vielleicht können wir ja jetzt in Zivilistenkleidung quasi. Vielleicht können wir da nochmal unsere Marken eintauschen. 3 Stück haben wir. Da gibt's überhaupt nichts für. Ich habe in Erinnerung das günstigste, was es gab, und das war irgendein Quatsch. Den gab's für 5 Marken. Hat er sich unser Gesicht gemerkt?
Online-Shop, wo Sie mit Ihren Mr. Fuzzy-Marken Kostbarkeiten für Fleischlinge kaufen können. Poster vom Garahan Bagger. Untersuchen wir das. Ja. Powergräber. Untersuche den Firmenhauptsitz von Graham Mining. Aha. Ja, gucken wir mal hier, was wir bekommen. Übrigens haben die den Boss auch ausgetauscht. Da, 5 Marken. Und da bekommen wir einen Mr. Fuzzy Bleistift. Oder Gummibonbons oder sowas. Und wir wollen das hier unten haben. Fuzzy Kostüm, Kopf. Und Fuzzy Kostüm übrigens. Hat das jemand schon mal gemacht? Kann man das überhaupt mehrfach? Da muss man jeden Tag wieder kommen, oder? Wo sind denn unsere Mr. Fuzzy-Karten? Wo haben wir die denn? Als Belohnung 3 Karten? Ja, dann kann man das ja so einige Male machen, bis man genug zusammen hat dafür. Ah, hier, Mr. Fuzzy-Marken. Ansehen. Ach, so sehen die aus. Ja gut, die können wir finden. Ich hatte jetzt nach so Papierkärtchen hier wie in Nuka World gesucht. Aber die können ja überall hier rumliegen. Wir gehen, glaube ich, erstmal wieder ins Büro vorne. Die haben doch gearbeitet hier. Die haben doch bestimmt solche Marken irgendwo einkassiert. Da hätte ich jetzt gar nicht nachgesucht, nach sowas. Oh. Ein Park-Ranger-Hut? Ein Ranger-Ranger-Hut. Müssen wir uns vielleicht wieder umziehen? Oder können wir die Marken hier ziehen? Für Atome? Und wenn wir den ganzen Park aufräumen, kriegen wir dann auch Marken dafür? Komm, für jedes Teil, das wir aufräumen hier, bekommen wir 3 Marken. Wir würden es auch für eine machen. Finden wir doch nie. Doch, bestimmt. Nein, hier ist nichts. Ah, die sind ja auch was wert. Die sollten wir verschrotten verkaufen. Zigaretten immer. Red Poker Brettspiel. Hallo. Seien Sie gegrüßt, geschätzter Besucher. Willkommen im Camden Park. Sagen Sie Bescheid, wenn ich Ihnen helfen kann. Mit was auch immer. Mhm. Keine Marken. Sachen zum Verkaufen hier. Ja, da ist schon wieder so ein Abwurfcode in der Nähe, aber... Aber ich mag nicht. Die, wir haben so viele gesammelt, die sind irgendwie alle verfallen und nichts mehr wert jetzt. Und da gehen wir, glaube ich, lieber nicht mehr nach erstmal. Es sei denn, wir haben wirklich irgendwann mal vor, so ein Ding zu zünden, aber warum sollten wir? Ich dachte, wir sollten die... Aha, hier, deswegen. Diese Falscheinträge da im Computer. Ja, warum sollten wir die eigentlich sammeln, wenn wir...
Wenn die verfallen, meine ich, genau. Und da sammeln wir ja schon wieder alles. Hey, ja, das ist ja... Hast du da was eingegeben über uns jetzt? Wir waren fleißig, wir haben alles gemacht. Ja, so Silos, Dings da öffnen und Raketen abschießen, wollen wir gar nicht machen, also brauchen wir auch die Codes nicht. Aber das scheint hier rumzurennen, oder? Hey, wir haben doch hier noch gar nicht geguckt, oder? Oder waren wir hier schon? Automat für medizinische Vorräte? Ah, vielleicht können wir da was verkaufen. Der wird kaufen, nur medizinische Vorräte, vermute ich mal. Und damit meine ich nicht mal abgekochtes Wasser. Ja, doch, Kronkorken hat er. Was kauft er denn? Waffen auch? Ja, die Kampfflinte würde das Ding kaufen. Nein, würde er nicht. Gar nichts kauft er. Hilfsmittel. Auch überhaupt nichts. Verkaufen will er nur. Das sehe ich ja jetzt erst. Wie interessant die aussehen. Halt! Ja, gut. Wenn er uns über den Weg läuft, dann nehmen wir auch seinen Code. Silo Code Alpha. Steht aber auch nicht dran, was für ein Verfallsdatum die haben. Oder dass sie überhaupt ein Verfallsdatum haben. Irgendwann kam mal eine Nachricht, ihre Codes verfallen bald. Das ist zu weit. Wir gehen doch einmal über die Wiese. Müssen wir da außen rum? Nein, wir müssen hier rein. So, wir sollten uns passend anziehen. Hier im Park. Genau. Oh, da müssen wir auch außen rum. Nein! Geht gar nicht. Wir können hier drunter nicht her, oder? Nein. Ja, dann gucken wir eben in der nächsten Folge, dass wir da nochmal unseren Schrott verschrotten, verwerten. Ob wir das schaffen, werden wir dann sehen. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.